Tag, liebe Mitglieder des Shentikorus Herford, liebe Gäste. Ich freue mich heute sehr, dass wir heute offiziell die Übergabe des Anhängers für den Shentikor stattfinden lassen können. Mit einem Auftritt verbunden hier bei uns im Autohaus bei der Mikra-Premiere. Es hatte sich ja in der Planung des Anhängers ganz schön hingezogen und die zwei Mitglieder hatten sich da ja ganz besonders bemüht, das zu machen. Das war toll. Ich denke, jetzt haben wir sicherlich eine gute Lösung für alle zusammen. Ihr habt einen tollen Anhänger, wir haben Werbung dazu und das ist, denke ich, für alle eine tolle Sache. Ich glaube, mit den Shentis im Kreis Herford seid ihr schon sehr gut unterwegs und ja, schön, dass es soweit ist, dass ihr heute hier seid. Und ich denke, dann haben wir heute die offizielle Übergabe. Genau, herzlichen Dank, Jürgen Mattern. Im Jahre machen wir ungefähr so 20 bis 25 Konzerte und nicht nur in Herford. In den letzten Jahren waren wir in Deutschland unterwegs und auch in Europa insgesamt. Wir haben insgesamt im Jahr so zwischen 40 und 50 Tage, wo wir mit Konzerten unterwegs sind. Also nicht nur in Herford, sondern auch national und international. Vor und nach jedem Konzert eine Stunde laden und Sie haben die gerade angesprochen. Unser Jürgen möchte ich wirklich benennen, dort dieser Kleine. Und der andere, das ist hier Jan Ocko, der auch immer kräftig mithilft. Und diese eine Stunde vorher laden und nachher ausladen, die können wir erheblich dadurch reduzieren, dass wir diesen Anhänger jetzt haben. Außerdem ist es, glaube ich, wie sagt man auf Hochdeutsch, ein Eyecatcher, der also wirklich sehr gut gelungen ist von der Firma Speerer in Bünde. Der Hauptsponsor, der weitaus überwiegende Sponsor, ist die Firma Automattern Bünde und Herford. Herzlichen Dank. Unterläufer für die Firma. Dankeschön. Und nicht böse sein, es gibt auch ein paar andere, die ich auch gerne benennen möchte. Wir werden auch ein kleines Schildchen da noch anbringen. Das ist nämlich haben wir Sponsoren bekommen für die Kosten der Abholung und für die Zulassung, Einbau erforderlicher Gerätschaften, Anbringen von Stützen, Versicherungsprämie für einen längeren Zeitraum, viele, viele Kleinigkeiten und die sollten wenigstens genannt werden. Firma Ahlers, ist die Frau Dr. Ahlers heute hier? Bitte. POS Tuning, Bad Salzuflen, auch nicht da. Physio-Wett ist aber da. Wo ist er denn? Und bleibt nichts anderes über. Firma Wendig, wo der Jürgen beschäftigt ist, hat natürlich auch einen kleinen Betrag dazu beigetan. Wir wollen hier etwas nicht schmutzig machen. Dann macht man ja normalerweise mit einer Schiffstaufe oder mit einer Taufe etwas Besonderes, dass man das mit Sekt macht. Wir machen das auch mit Sekt, aber wir geben den nicht aus, sondern, wenn ich die Flasche mal haben kann, sondern diese Flasche wird gesponsert vom Shentikor. Nein, nein. Und zwar haben wir ja eine Ausschreibung gemacht für den Namen dieses Anhängers. Ihr habt alle, ein Großteil von euch hat Namen aufgeschrieben und der Vorstand hatte jeweils 3, 2 und 1 Punkt zu vergeben. Und daraus hat sich ergeben ein Name für diesen Anhänger. Und der Gewinner dieses Wettstreites, wenn man das so will, ist der Uwe. Der Uwe, und hier kann ich das Geheimnis lüften, wie unser Anhänger heißen wird ab sofort, nämlich Hansekogge. Und nun sollten wir auch einen haben, der das Tuch wegmacht. Ja. Herr Matter. Ja, los. Bitte. Ja. Sind Sie so nett? Ein Eyecatcher. Beifall!
Matter nochmal ein ganz herzliches Dankeschön. Ja. Wir können uns auch davor stellen. Viel Spaß damit, wenn man das auch noch sieht. Ja, gerne. Ne? Ja. Wo bleibt die Ameise? Ameisenscheiße. Endung. Drei, vier. Ameisenscheiße. Scheiße, nicht Scheiße. Okay?